Moin. 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 Dann wünsche ich dir einen bombastischen Tag im Café, mein Schatz. Mhm. Danke dir. Ich liebe dich. Ich dich auch. Guck mal, eine E-Mail von Florian. Turbulenzen bei der Landung auf San Francisco. Aber er ist gut angekommen, seine Gastfamilie hat ihn abgeholt. Hier, er hat ein Foto mitgeschickt. Happy sieht er aus. Oder Gertrud? Oh ja, ja. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Mach's gut. Tschüss. 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 Wo ist Anja? Anja kommt heute nicht. Anja ist krank. Was hat sie denn? Ja, mir geht's nicht gut. Konkret ist was anderes, Gertrud. Ja. Okay. Ist ja noch genug Zeit für einen Hausbesuch. Ja, dann sollten Sie aber besser bei uns vorbeifahren. Anja ist bei uns untergekommen. Ach. Ja. Moin. Oh, moin, moin. Oh, mein Lütten. Sollten arme deren Sebi hören. Oh, du, das ist aber nicht das Richtige in deinem Zustand. Pass auf, hier. Das ist das für dich hier. Guck, Johanniskraut. Da mache ich dir einen schönen Tee von. Das ist gut gegen Appetitlosigkeit, gegen Schlafstörung und gegen, was war da noch? Mein Magen spielt verrückt. Aber ich befürchte, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Weißt du was, am liebsten möchte ich dem Kerl links und rechts eine. Wie kann man so eine süße, hübsche, junge Frau, wie kann man die so schamlos, also, versteh das, ne? Erik lernt's eben nie. Moment. Gertrud? Ja? Nee, oder? Ich sag's ihr. Der Doktor ist im Anmarsch. Jens, zweites Frühstück. Oh, mir hängt der Magen auch schon auf halb acht zu. Na, dann komm. Ja, dass dir das auch mal passiert. Ich war doch gar nicht im Kühlschrank. Hast du manches mitgebracht? Ja. Wieso stellst du eine leere Käseglocke in den Kühlschrank? Da war Käse drin. Wo ist das ganze Brot? Wasser fehlt auch. Ja. Hast du es gesehen? Ja. Jens, ich bin nicht alleine rein. Bitte, Jens! Ist da jemand? Pick. Nein! Wer bist du denn? Du bist irgendwo abgehauen, oder? Versteckst du dich hier? Hast du etwa hier gepennt? Seit wann? Aua! Hier geblieben! Komm nicht an, du Arsch! Ich rufe die Polizei. Hey! Was ist denn los mit dir? Ines, sie ist total heiß, ist sie. Mit Fieber und Schüttelfrost. Oh, geht's dir schon lange so schlecht? Ich hole auf jeden Fall die Polizei, die werden sich schon kümmern. Nächste Polizei, bitte! Ines, lass mal. Ich glaube, die braucht eher einen Doktor, du. Lymphknoten sind nicht geschwollen. Du hast kein Fieber. Körperlich bist du fit. Mir ist aber andauernd leicht übel und ich kann nachts auch nicht schlafen. Anja, jetzt mal Butter bei der Fische. Was ist los? Hat's was mit Erik zu tun? Jan. Er hat mich betrogen. Was? Mann, Erik. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh.
Oh. Doktor? Wie würden Sie das finden, wenn ich mit Ihrem Auto mit Gertrud zu Peter nach Frankfurt fahren würde? Mit der Bahn ist es hin und her, sind es 500 Euro. Das ist ein Vermögen, das kann ich mir gar nicht leisten. Ja, ich kann Ihnen gern mein Auto leihen. Doktor, das war doch bloß ein Scherz. Nett von Ihnen, aber Gertrud und ich, wir haben ja nicht mal einen Führerschein. Machen Sie doch einen. Das wäre doch ganz vernünftig, wenn man vorher ein bisschen, sagen wir mal, üben würde, ne? Ja, das wäre ein Anfang. Ich kenne hier einen Bootsabstellplatz, der ist jetzt leer. Da könnte man ganz gut üben. Einparken, bremsen, anfahren und all sowas. Doktor, da könnten wir gut trainieren. Wir? Ja, Sie und ich. Am besten heute Abend, nach Feierabend. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. So, können wir dann? Ja. Abgemacht. Gut. So schön machst du das, so toll. Na, habt ihr Spaß, ihr beiden? Anja, können wir... Lass mich. Nimm's nicht persönlich. Sie hat heute einen schlechten Tag. Komm, wir gehen im Garten weiter. Na. Anja, Olivia kann doch nichts dafür. Oh Jan, lass gut sein. Ich... Doktor, dem Mädchen geht's gar nicht gut. Moin, Doktor. Das hier ist für Franzi. Ich bin bei Jens und Ines zu Besuch. Was? Jo. Du hast ganz ordentlich Temperaturen. Mach mal bitte den Mund auf. Zunge raus. Und A sagen. Dein Hals ist auch gerötet. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Sie ist uns sozusagen... Ich mache ein Praktikum. Bei Jens. Ja. Das heißt, du willst mal in der Landwirtschaft arbeiten? Mhm. Wie ist denn dein Nachname, Franzi? Ich lege hier eine Patientenakte an. Ich brauche deinen vollen Namen. Franziska Hansen. Sie ist... Kann ich mal bitte ein Fenster aufmachen? Hast du den ganzen Stall ausgemistet, was? Sie hat sich offenbar längere Zeit nicht gewaschen. Jetzt sag ihm bitte, warum. Die Lymphknoten sind stark geschwollen. Wissen deine Eltern, dass du krank bist? Ich rufe sie noch an. Jens, ihr versicherten Kärtchen musst du aber nachreichen, ja? Ja. Und bitte nicht vergessen, ist sie mit euch verwandt? So um 5 Ecken rum. Aha. Wie lange bleibt sie denn? Gertrud, ich muss mal raus. Ich muss mir die Füße vertreten. Ich bin heute so... Anja. Andere Mütter haben auch schöne Söhne. Trink mal. Hinapsens Wohlfühltee. Du hast vermutlich einen grippalen Infekt. Die Blutprobe geht ins Labor. Und das hier ist Kindsfieber. Und deine Eltern rufe ich am besten an. Hast du ihre Telefonnummer? Jetzt sag endlich die Wahrheit. Franziska! Wir kennen sie gar nicht. Hey, wo willst du denn schon wieder hin? Ihr verdammten Verräter! Was ist hier eigentlich los? Sie hat sich auf unserem Hof versteckt letzte Nacht. Wahrscheinlich ist sie von zu Hause abgehauen. Woher kommst du? Es geht euch einen verdammten Scheiß an. Wo hast du die letzten Nächte verbracht? Ich frag das, damit ich dir helfen kann.
Mal da, mal da. Und unterbrücken oder halt in Scheunen. Gut, dann lassen wir dein Blut noch ein paar weitere Erreger testen. Sollen wir sie zur Polizei bringen? Nicht zur Polizei! Sie braucht jetzt auf jeden Fall Bettruhe. Wie wär's mit der Klinik? Nicht ins Krankenhaus, bitte! Du kannst bei uns bleiben, solange bis du wieder gesund bist, ja? Was? Was soll denn das? Wir kennen sie doch überhaupt nicht. Ich war als Kind auch mal im Krankenhaus, allein. Ich weiß, wie sich sowas anfühlt. Sag mal, warum ist Anja eigentlich sauer auf dich? Ist was Privates. Es geht dich nichts an. Anja ist eine Freundin von uns. Und sie arbeitet für mich. Insofern finde ich, dass mich das sehr wohl was angeht. Anja hat Erik und mich hier im Wohnzimmer erwischt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Es ist eben passiert. Es ist eben passiert? Mensch, hast du eine Ahnung, was ihr damit angerichtet habt? Okay, es war scheiße von mir. Sehe ich aus, als ging es mir gut damit. Ach, Luisa. Ich habe mir was zu trinken für dich. Erstmal guck mal. 38,9, sehr gut. Die Tabletten, die wirken. Wie fühlst du dich denn? Und ich helfe dir. So. Hier, Finger weg. Hey, sachte, sachte, ja. Ich lass mich hier nicht begrapschen. Ich wollte dir doch nur helfen. Und du unterstellst ihm sowas? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, ist gut. Die kommen wie gerufen. Das ist nicht zu fassen. Ines! Moin! Moin, was gibt's denn? Haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Ist aus dem Heim in Hamburg ausgebüxt. Also ehrlich Ines, gesagt... Ines, lass mal sehen. Moin! Moin. Moin. Nee, kennen wir nicht. Wieso? Er soll sich angeblich hier in der Gegend rumtreiben. Nee, die haben wir noch nie gesehen, Ines, oder? Ja, dann danke. Nicht zu Unmut. Also ich verstehe dich nicht. Dieses kleine Miststück unterstellt dir so eine Ungeheuerlichkeit und du? Ines, sie ist doch völlig durch den Wind. Und außerdem ist sie misstrauisch. Wer weiß, was sie schon alles erlebt hat. Also mir wäre es lieber, wenn wir sie wieder loswerden würden. Ines. Und die hört doch offenbar sonst auch niemand. Wogegen willst du dich impfen lassen? Gelbfieber und das ganze Tropenzeugs. Erik, die Impfstoffe habe ich nicht hier. Lass das in Hamburg machen. Okay. Du willst jetzt doch auf Weltreise gehen? Sobald das Schuljahr rum ist. Hat das was mit der Sache mit Olivia zu tun? Anja hat es dir erzählt? Du kannst nicht einfach in unserem Wohnzimmer unser Au-pair vögeln. Hin und wieder auch mal Hirn einschalten, Erik. In Brasilien ist das ganz... Spielst du jetzt den Moralapostel oder was? Ich habe ja Verständnis für vieles, aber das geht echt zu weit. Mann, ich wollte mich ja gerade entschuldigen. Kriegt man da auch mal eine Chance für? Hey, Olivia. Also, falls du jetzt denkst, dass... Keine Sorge. Okay, es war schön, aber mehr war da nicht. Es war ein Fehler, wir hätten es nicht tun sollen. Ist schon okay, aber du hast eigentlich keinen Grund, es zu bereuen. Doch. Mehr als du denkst. Das Fieber ist weiter zurückgegangen. Ich habe übrigens die Ergebnisse vom Labor bekommen. Eine Infektion mit Hantaviren.
Die werden über den Kot infizierter Mäuse übertragen. Du hast sie wahrscheinlich in einer der Schuppen angesteckt. Ist das gefährlich? Wir müssen das Fieber weiter in den Griff kriegen. Und du musst auf deine Nieren aufpassen, also viel trinken. Und frische Luft tut dir ganz gut. Dann wirst du schnell wieder gesund. Okay. Allerdings müsste ich das eigentlich dem Gesundheitsamt melden. Und damit auch deinen Namen angeben. Scheiße, dann fliege ich doch auf. Doktor, ich würde sagen, erstmal wissen Sie da einfach gar nichts von. Würden Sie das sagen? Aber Sie haben doch Ihren Namen schon für das Labor angegeben. Nein. Wir haben also genug Zeit, zu entscheiden, was das Beste für dich ist. Danke. Danke. Wirklich toll, dass Paul hier unterkommen konnte. Vielen Dank. Na, mein Kleiner? Sag mal, Doktor, diese Viren da, können die auch für Ihnen so nicht gefährlich werden? Nur wenn Sie infizierte Mäuse auf dem Hof haben. Eine Übertragung von Mensch auf Mensch ist praktisch ausgeschlossen. Ja, das heißt aber, ich muss jetzt alles desinfizieren hier. Haus, Stall, Scheune. Nein, die Inkubationszeit, also die Zeit, bis die Krankheit ausbricht, ist eine Woche. Mindestens. Das heißt aber auch, dass das Mädel sich nicht bei uns hier angesteckt hat, oder? Nein, sondern definitiv auf einem der anderen Höfe. Du fühlst dich wohl hier, was? Ja, bei uns fühlt sich jeder wohl, ne? Bier? Danke, ich habe zwar Feierabend, aber dafür eine andere große Herausforderung. Oha. Oha. Weißt du, was uns eine Fahrkarte nach Frankfurt am Main kostet? Ja, ich weiß. Die nehmen es von den Lebendigen. Wenn ich einen Führerschein hätte. Kannst ja einen machen. Du hast doch jetzt ein Auto. Kannst du mit mir nicht fahren üben? Kann dir überhaupt nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Ich bin ganz hibbelig. Meine erste Fahrstunde. Anja? Bitte lass uns reden. Ich weiß, ich hab Mist gebaut. Na ja, nun, mach mal schon. Auf die 10 Minuten kommt's auch nicht mehr an. Na komm mal, Luisa, wir beide, wir gehen jetzt mal in den Garten, nicht wahr? So. Hm? Anja, bitte. Okay. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Dabei bedeutet er mir gar nichts. Mich hat was anderes viel mehr verletzt. Weißt du, Ich hatte mich in dich verliebt. Echt? Ja. Ich mich auch in dich. Ich habe mich so wohl gefühlt, wenn ich bei dir war. Das hat total gekribbelt und auf einmal hast du dich zurückgezogen. Ja, weil ich so verwirrt war. Ich stand da und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich mich in eine Frau verliebe. Hab ich all meinen Mut zusammengenommen und wollte es dir sagen und dann machst du sowas. Und jetzt? Jetzt haben sich meine Gefühle geändert. Ich habe damit abgeschlossen. Mach's gut. Hallo, Olivia. Sag mal, hast du meinen Terminkalender gesehen? Ich habe ihn hier irgendwo liegen lassen. Nein. Hast du beim Kinderarzt angerufen wegen der U6? Oh shit, schon wieder vergessen. Olivia, ich weiß ja, was los ist, aber diese Untersuchung ist echt wichtig. Hi, mein Schatz. Anrufbeantworter. Na, die haben Feierabend. Ich hab's zweimal vergessen, das geht nicht, ich weiß. Hör mal zu.
Ich glaube, es ist das Beste, du gehst mal spazieren oder legst dich hin. Ohne Luisa. Krieg erst mal den Kopf wieder frei. Magst du sie mir in den Garten? Danke. Gut. Langsam anfahren. Ersten Gang einlegen. Ersten Gang einlegen. Ersten Gang. Und jetzt langsam die Kupplung kommen lassen. Ja. Oh, Mann. Zum dritten Mal schon. Also nochmal. Kupplung ganz langsam kommen lassen. Ja. Oh. Hier, machen wir das nochmal. Ja. Und dann die Kupplung langsam kommen lassen. Das ist der Rückwärtsgang. Ach so. Es klappt doch schon gut. Ist doch super. Wir können jetzt noch ein bisschen schneller fahren. Ja. Und kannst in den dritten Gang hochschalten. Ja, nicht schlecht. Ja, genauso. Eine Linkskurve. Mehr. Oh ja, und wo ist jetzt der zweite Gang? Gegenüber vom ersten. Oh ja, ja. Oh, Gott. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt für heute. Machen morgen ja, weiter. Hm? Das ist eine gute Idee. Aber so, für den Anfang war es doch gar nicht mal so schlecht, ne? Gertrud, wo fährst du denn hin? Ja, lenken. Wohin denn? Lenken nicht vergessen, Gertrud. Lenken! Bremsen bitte, fahr langsamer. Das linke Pedal. Hallo. Ja, bleiben und langsamer. Bremst mal ein bisschen. Wo sind die? Gertrud, nein, Bremse. Das linke Pedal. Bremst! Was denn wieder? Bremst! Oh. Halt an! Wenn du das Pedal nicht findest, ziehst du einfach die Handbremse. Sie haben Ihren Führerschein wohl im Lotto gewonnen, oder was? Die Papiere bitte. Der Fahrzeugschein. Den Führerschein bitte. Den habe ich nicht. Ja, das macht dann zusätzliches Bußgeld. Wenn Sie den Führerschein heute in die Wache bringen, dann... Ich habe keinen Führerschein. Nicolo, lass mal, ja? Na? Was haben wir denn falsch gemacht? Lass mal. Das ist Gefährdung im Straßenverkehr. Führen eines Fahrzeugs. Ja, hast du das nicht getan vor deiner ersten Fahrstunde? Also bitte. So, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ihr macht auf dem Übungsplatz weiter. Dafür ist er nämlich da. Und jetzt wechseln wir ganz schnell die Plätze. Dann haben wir beide nichts gesehen, alles klar? Hier bist du. Du hast die Stalltür offen gelassen. Immer schön zumachen, du bist nicht die Einzige, die gern abhaut. Okay. Kühe sind toll. Ja, stimmt. Bist zum ersten Mal auf dem Land, oder? Ja. Ist stiller hier als in der Stadt. Schön still. Ja, das Einzige, was hier laut ist, ist mein Trecker. Und die Kühe, wenn sie hungrig sind. Darf ich mal eine melken? Na, das ist aber nicht einfach, du. Ich hab das mal im Fernsehen gesehen. Ich kann das wetten. Okay. Aber... wenn du das nicht schaffst, dann tust du mal für ihn etwas Gutes und deckst morgen früh den Frühstückstisch ab, okay? Okay. Vorsicht! Hier. Siehst du, es klappt? Ha! Super. Ich muss den Frühstückstisch nicht abräumen. Schade eigentlich. Franzi, Ines, sie meint das gut mit dir. Also sei nicht so patzig, okay? Guck, das klappt sogar mit beiden gleichzeitig. Unglaublich. Siehst du? Dann schlaf mal gut. Gute Nacht, ne? Darf ich morgen meine Milch trinken? Erst mal sehen, wie es dir morgen geht. Und wenn irgendwas ist, dann rufst du uns, ja? Ist was. Das Kissen hat ein Loch. Wie? Ja, schau mal. On the corner of Main Street, just trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind?
Gute Nacht, schlaf schön. Schlaf gut. Ziemliches Geheimnis gemacht aus deinem Café. Ja, es ist auch noch mal richtig viel passiert. Du wirst staunen. Ich finde, es ist toll geworden. Da bin ich mir sicher. Ach. Hoffentlich wird die Eröffnung ein Erfolg. Schatz, du hast so viel Energie darin gesteckt. Die Leute werden dir die Bude einreihen. Umso mehr muss mir Olivier den Rücken frei halten. Ich werde morgen mal mit Anja telefonieren. Die beiden werden irgendwie miteinander klarkommen müssen, oder? Oder? Schon seltsam, plötzlich so ein Kind im Haus zu haben, oder? Ein Kind? Eine Chaotin. Und du klingst nicht gerade begeistert. Naja. Schon irgendwie lustig mit ihr. Ich kann auch gut mit Tieren, glaube ich. Ja, und mit dir. Kann ich noch was trinken? Meine Flasche ist alle. Ja, klar. Hier. Das Fieber ist wieder gestiegen. Du musst wieder ins Bett gleich, ja? Ich habe vorhin geträumt, dass die Polizei kommt und mich holt und ins Heim zurückbringt. Was ist denn eigentlich mit deinen Eltern? Mama lebt in der Klinik. In ihrer eigenen Welt. Ihr wisst schon. Ist sie psychisch krank? Und dein Papa? Er war Dachdecker. Arbeitsunfall. Es fehlt mir. Immer. Und seitdem bist du im Heim? In vielen. Die schieben mich ja von einem zum anderen. Behandeln mich wie Dreck. Als Papst noch da war, wusste ich, wo ich hingehöre. Es war ein schönes Gefühl. Bei euch habe ich das zum ersten Mal wieder. Du hast ja gedeckt hier. Wie schön. Ja, du musst ja schon abräumen. Oh. Mögt ihr Kaffee oder Tee? Oder was für meine selbstgemolkene Milch? Ich möchte Tee. Komm mal her. Ja, das Fieber ist runter. Der ist echt schön. Ja, der ist von der Wiese da drüben. Für dich. Für deine Geduld und so. Halling? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich guck gleich nach, klar. Danke. Das gibt's doch gar nicht. Was? Ja, was denn? Was? Verdammt, Mensch! Paul ist ja wirklich weg. Du hast das Gatter offen gelassen, als du ihm Wasser gebracht hast. Mensch, Franzi, ich hab dir doch gesagt, du musst das Gatter immer richtig fest verschließen, Mensch. Ja, das war meine Schuld. Ich komm mit suchen. Nein, du bleibst noch im Bett heute. Ja, aber das war doch mein Fehler. Jetzt lass mich doch wieder gut machen. Gertrud! Ich glaube, mich tritt ein... Ein Pferd! Ja. Ja. Wie kommt denn der Gaul hierher? Keine Ahnung.
sieht aus wie der vom Doktor, ne? Den müssen wir sofort Jens benachrichtigen. Wir dürfen das Pferd nicht aus den Augen lassen. Sehe ich aus wie ein Sprinter oder was? Ich könnte damit fahren. Du kannst fahren? Ja, ein bisschen. Da ist er, Gaul. Da ist er. Ah. Ja, jetzt bist du dran. Gegenüber von der Schleifbrücke. Wir haben ihn. Los, los, gib doch Gas, Mensch, los. Ja. Attacke. Ah, Attacke. Oh. Fahr doch auf. Mann. Ja, los, los, ja. Ah, doch. Na, jetzt zurück. Zurück. Ins Wasser. Zurück. Ah. So. Ja, warum bremst du denn nicht? Jetzt sind wir doch schon dran vorbei. Nochmal, komm rum. Rum. Ach. Gib Gas, ja, Gas geht. Doch. Pass auf, beim Pferd hältst du aber sofort an. Ja, halt doch rein! Oh, du kannst Auto fahren, mein lieber Mann, du. Richtig schön. Und sehr, sehr gemütlich. Und total idyllisch. Ich glaube, ich würde jeden Tag hier essen. Es sieht voll cool aus. Nicht wahr, kleine Maus? Nur beim Namen bin ich mir noch nicht so sicher. Fräulein Janssen. Hätte ich's Frau Bergmann nennen sollen. Warum nicht? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hallo. Hallo, Anja. Danke, dass du gekommen bist. Für mich nicht leicht. Wollen wir zwei uns an die Schlei setzen und reden? Ich finde, wir können das hier besprechen. Oder? Okay. Wie ich das sehe, gibt es hier keine schnelle Lösung. Mein Vorschlag ist, dass ihr euch beide um euren Job kümmert und euch privat erstmal aus dem Weg geht. Also, ich habe das Gefühl, ich gehe besser ganz. Am liebsten noch heute. Wir brauchen dich hier für Luisa. Olivia, um ganz ehrlich zu sein, das hier ist dein privates Problem. Das hat nichts mit deinem Job als Au-pair zu tun. Das ist nicht mein privates Problem. Das ist ein Problem zwischen Anja und mir. Also betrifft es uns alle. Deine Worte. Entschuldigt. Bergmann? Was bringt es, wenn ich mich hier nicht mehr wohlfühle? Wenn Anja sich nicht mehr wohlfühlt? Was? Seid ihr beide okay? Gut, ich komme sofort. Bis gleich. Gertrud und Hinnerk hatten einen Autounfall. Was? Sie ist dein Auto gefahren. Sind sie verletzt? Wohl nur leicht. Sie wollen keinen Rettungswagen. Und erst recht keine Polizei. Na, dann fahr los. Ich komme mit. Tja. Los, und? Da ist raus, Pieper. Hau, Rock! Jetzt, du schneidest ihn den Weg ab, ja? Hau, Rock! So, Paul. Nein. Vielleicht ist die Handbremse angezogen. Paul, Guck doch mal. Ganz ruhig, Paul. Paul? Ganz ruhig. Paul, stehen! Paul, bleib hier. Lass mich mal. Paul, ganz ruhig. Ja, Gertrud. Alles okay. Guck mal. So geht das. Ganz ruhig, Paul. Genau so. Ganz ruhig. Bleib schön stehen. Ja, hallo. Ganz ruhig. So bist du brav. Kommst du mit mir nach Hause, ja? Komm, Paul. Alles gut. Komm. Thorax, Halswirbelsäule, Schädel. Keine Fraktur zum Glück. Es geht auch nichts über zwei ordentliche Dickschädel, ne? Beide haben Prellungen und ein leichtes Schleudertrauma. Doktor, und es war ein Haushaltsunfall, ja? Beim Tapezieren passiert, oder was? Ja, beim Tapezieren. Ne? Wir stehen beide auf der Stehleiter. Ja, so, ne? Und also er hier und... Und ich hier. Ja. Und plötzlich macht die Leiter die Grätsche. Und Puff, Peng und Bautz und Aua. Aua. Also Haushaltsunfall. Jetzt mal ehrlich. Das mit dem Führerschein. Ist das echt nötig? Ja. Nein. Man kann hier alles so schnell mit dem Fahrrad erreichen. Mhm. Na, da bin ich ja beruhigt. Ja, und nun, Doktor? Ich muss jetzt los. Ich wüsste gern, wo mein Pferd ist. Oh ja. Was machst du denn?
Kannst doch nicht einfach abhauen, ne? Danke, dass ihr ihn gefunden habt. Oh, das haben wir hier unserer Pferdeflüsterin zu verdanken. Fühlst du dich schon besser? Abhauen bringt auch nichts, Mensch! Ihr Mistkerl, ihr habt die Polizei gerufen! Nein, haben sie nicht. Wir haben gehört, dass bei Jens ein Pferd ausgebrochen ist. Ja, wir wollten eigentlich nur sehen, ob es eingefangen hat. Du bist also Franziska Hansen. Also haben sie uns angelogen? Nein. Sie wussten da noch nicht, dass ich da bin. Ich hatte mich versteckt. Mhm. Und wann habt ihr sie entdeckt? Aha. Warum haben sie es nicht gemeldet? Weil sie krank war, ihr Pappgurken. Sie ist krank. Sie hat eine Hantavirus-Infektion. Shit, ist das ansteckend. Sie muss sich zumindest auskurieren. Ja, das kann sie bei uns am besten. Nein, das tut mir leid. Wir müssen sie dem Jugendamt übergeben. Was ist, wenn sie transportunfähig wäre? Ja, das wäre natürlich... Mir ist schlecht. Ich hab Fieber. Franzi! Also, wir schicken dann jemanden vom Amt, ja? Wird bald da sein. Auch das noch. Das Gesundheitsamt. Die wollen den Namen. Na, jetzt können sie ihn ja sagen. Na? Kommt ihr mit? Oh, sehe ich genauso bescheuert aus wie du? Wenn ich könnte, würde ich nicken. Oh, hilfst du mal bitte? Mir auch, ja. Oh, Anja. Danke. Oh. Oh, guck mal. Für dich. Hm. Von Erik. Ist schon gut. Es wäre sowieso bald aus gewesen. Weiß er das? Nee, noch nicht. Scheiß Jugendamt. Ganz ruhig. Moin. Moin. Dr. Beckmann. Hallo. Franziska, ich bin Frau Reinwald vom Jugendamt. Ich will nicht zurück ins blöde Heim. Das können Sie doch nicht machen. Wie geht's dir denn? Schon besser. Aber es wäre wirklich gut, wenn sie sich hier noch ein bisschen auskurieren könnte. Tut mir leid. Ja, aber von hier haut sie doch nicht ab. Ja, ich bleib hier. Also, wenn ihr da nichts dagegen habt. Was müssten wir denn tun, um Franzis Pflegeeltern zu werden? Ja, und zwar so schnell wie möglich. Na, schnell geht das leider nicht. Sie müssen Anträge stellen mit vielen Formularen und das Ganze wird dann noch durch etliche Instanzen geprüft. Ich helfe Ihnen gern dabei. Okay, gut, dann gehst du erstmal mit, ja? Aber nur, wenn wir sie wiederkriegen. Na, das ist mal eine Überraschung. So schnell hat meine Tochter. Jo. Das mit Olivia tut mir leid. Ehrlich gesagt, was da zwischen euch passiert ist, das hätte mir mit ihr genauso gut passieren können. Was? Ja. Mich hat das auch verwirrt. Ich kenne mich so gar nicht. Aber mir zeigt es, dass ich nicht genau weiß, wohin ich gehöre. Und das mit uns, das ist ja auch schon länger kaputt, oder? Anja, ich will einfach keine Kinder mehr. Ich habe überhaupt kein Talent zum Vater. Frag Nele. Ausrede! Ich habe euch gesehen zusammen. Ihr seid toll. Außerdem will ich im Hier und Jetzt leben. Ich brauche meine Freiheiten. Ich. Und da liegt das Problem. Du hast niemals im Wir gedacht. Mag sein. Jetzt sei nicht böse. Wir hatten eine wunderbare Zeit, Anja. Das finde ich auch. Ich wünsche dir alles Gute.
Komm schon, es geht nicht anders. Tut mir wirklich leid, Franziska, aber ich muss dich erst mal zurückbringen. Danke für alles. Du kommst wieder und dann bleibst du, ja? Ich Chaotin. Habt ihr euch das auch gut überlegt? Oh, vielleicht brauchen wir ein bisschen Chaos hier, ne? Und nicht wieder abhauen, du. Sonst wird das mit dem Wiederkommen nichts. Danke für alles. Gerne. Bis bald, hoffentlich. Also ich finde, das passt. Ich drücke euch die Daumen. Jo. Ja, das ist eine tolle Idee. Zum Glück ist sie so lieb. Unser Au-pair ist nämlich abgesprungen. Und solange wir keine andere Lösung finden, da machen wir das Beste draus. Hallo, Schatz. Moin. Moin, Herr Schmidt. Moin. So. Hallo, meine Kleine. Bitte. Ich kann Ihnen ja die Nummer aufschreiben. Gute Idee. Jo. Dankeschön. Bitte. Tut mir leid, dass es lange gedauert hat. Hast du noch mal versucht, mit Olivia zu reden? Ja, aber es ist völlig zwecklos. Sie packt ihre Sachen. Das heißt, wir fangen von vorne an? Ja. Ohne Kindermädchen, das wird echt hart. Aber Herr Schmidt hat mir gerade erzählt, dass seine Tochter Tagesmutter ist. Und wir könnten am Montag bei ihr vorbeifahren, so zum Beschnuppern. Aber das Thema Tagesmutter hatten wir doch schon mal. Kriegen wir das koordiniert? Immerhin wäre Luisa dann mehr mit anderen Kindern zusammen. Das ist ja auch nicht schlecht. Okay. Dann versuchen wir das. Es bleibt nicht langweilig.